Wollen Sie mir sagen, was Sie belastet? Naja, ich bin nicht gern draußen. Du hast doch wohl in den letzten 3 Tagen mal das Haus verlassen. Mhm. 1, 2, 3. Hast du in den letzten 3 Tagen was gegessen? Mhm. Mhm. Außer Thunfisch aus der Dose. Mhm. Sonst noch etwas? Offensichtlich habe ich einige Ticks. Haben diese Störungen Sie in Ihrer Arbeit beeinträchtigt? Was würden Sie machen, wenn Sie den Beruf wechseln müssten? Wenn ich nicht als Antiquitätenhändler arbeiten könnte? Nicht mehr als Krimineller. Hier ist Dr. Klein. Ich habe gerade mit Angela gesprochen, ihrer Tochter. Sie hat gesagt, sie möchte sie unbedingt treffen. Kennst du mich noch? Und auf einmal habe ich eine Tochter. Ah, hier ist besetzt! Jetzt müssen Sie Vorbild für einen anderen sein. Ihr? Cheers. Versuchen Sie ihr gegenüber auf jeden Fall möglichst ehrlich zu sein. Du bist ein Betrüger? Ein Betrüger-Ass. Und dieser komische Frank? Ist mein Partner. Bring mir was bei. Regel Nummer 1, arbeite nie in der Nähe deines Wohnorts. Arbeite. Regel Nummer 2, schreibe niemals etwas auf. Tut's Ihnen leid, dass Sie sie damit reingezogen haben? Naja, wie soll ich sagen? Es war ein bisschen, ich fand's echt toll. Um wie viel könnten wir diesen Typen erleichtern? 30 Riesen. Mehr. Was soll das? Ich bin 21! Dieses 14 Jahre alte Mädchen nimmt mit mir zusammen die Leute aus. Mein Dad ist ein cooler Gangster. Ich bin nicht besonders gut als Dad. Ich bin nicht mal gut darin, ich selbst zu sein. Bist du soweit? Kackt der Papst in den Wald? Sag einfach nur ja, okay? Da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Du gibst das Geld wieder zurück. Das ist doch echt... Du findest, Verbrechen zahlen sich nicht aus? Doch, das tun sie. Doch, nur nicht besonders gut.